Hallo liebe Omsi-Gemeinde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Omsi 2, dem Omnibus-Simulator. Wir fahren heute nochmal auf der überarbeiteten Map Neuendorf. Heute mit Vorstellung der neuen Haltestellenansagen. Diesmal fahren wir nicht die 304, sondern wir fahren jetzt aktuell, wie man auf dem Bild sehen kann, die Linie 311 ab Stadttheater bis zum Tierpark und dann eine Runde zurück. Ich würde sagen, wir begeben uns zu unserem Fahrzeug. Der ist schon bereits abfahrbereit. Fahrplan ist auch eingestellt und viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, willkommen auf der Map Neuendorf. Wir befinden uns hier am Stadttheater. Wir fahren den Citybus O405 von Mercedes. Mit der neuen Lackierung Neuendorf grau-grün gehalten, 50 Jahre Werksverkehr, Stadtwerke Neuendorf. Der Preis stimmt wohl auch nicht, oder es sei denn, die haben jetzt hier in Neuendorf ein neues Depot, worüber ich mich noch nicht informiert habe. Naja, gut. Jo, wir haben bereits einen Fahrplan ausgewählt, wie man sieht. Wir fahren über den Busbetriebssimulator. Ich würde sagen, wir steigen ein. Fahren zur Einstiegshaltestelle und lassen unsere Fahrgäste einsteigen. So, da ist mein Platz, jawohl. Dann wünsche ich dir viel Spaß, gute Fahrt mit mir. Hier scheint es bald zu regnen, so wie es aussieht in Neuendorf. So dunkel wie das hier ist. So, dann starten wir mal unseren Motor. Geben dann hier nochmal unser Ziel ein. Wir fahren hier mit neuen Haltestellenansagen. Wer sich erinnert, in meinem letzten Video hier von der überarbeiteten Map Neuendorf 2016 moddet, wurden hier besser gesagt Ansagen mitgeliefert, die mir allerdings nicht sehr gut gefallen haben, waren eher grässlich gewesen. Daraufhin habe ich mich dann eben halt bereit erklärt und entsprechend auch nochmal neue Ansagen hier für diese Map zu erstellen. Ich bin gespannt, wie sie euch gefallen. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar in die Video, in die Kommentare schreiben, was ihr zu den neuen Ansagen haltet oder von den neuen Ansagen haltet. So, ich denke, genug geredet. Das ist der falsche Kurs. Hau den erstmal her. Im Lauf 1. So, und dann schließen wir die Türen, den Gang an, löten die Handbremse und dann lassen wir unsere. Oh, wir haben noch zu wenig Druckluft drauf. Dann bauen wir erstmal schnell Luft auf, damit sich auch die Bremsen lösen. So, das sollte reichen. Und schon gerollt er. Oh, Manni ist auch schon da am Start. Bisschen Scheinwerfer anmachen. Das ist ziemlich dunkel hier. Ja, guten Guten Tag, Morgen. Ich moin. bin heute den ganzen Tag unterwegs, steige öfters um, wollte in die Stadt wieder zurück. Dann kriegst du Brauchst eine du auch was für die Tageskarte. Tageskarte oder Bitte schön. 3,20. Dankeschön. Bitte schön. So, eine Minute Zeit haben wir noch. Noch einen Augenblick den Motor ausmachen. So sieht's hier aus in der Map Neuendorf. Überarbeitet ist. Das Ibis Hotel kann ich mich noch nicht erinnern in der alten Version. Sieht gut aus, passt gut hierher. So, wir fahren im aktuellen Wettermodus. Wenn sich jetzt hier irgendwann mal Omsi wieder
bemüht, hier mal weiterzukommen. Wir haben gefühlte Außentemperatur plus 6 Grad. Heizung haben wir auch eingestellt in unserem Bus. Die dann mal am besten die Tür zu, damit es nicht auskühlt. Damit die Fahrgäste nicht anfangen zu frieren oder zu meckern, es wäre zu kalt im Bus. So, noch jemand mit? Nein, gut. Machen wir los. So, die Kollisionen sind alle aktiviert, also versuchen hier wieder unfallfrei zu fahren. Aber eins kann ich jetzt schon versprechen, auf der Map, auf der Strecke, die wir jetzt fahren, gibt es einen kleinen Bug. Ohne etwas zu machen auf der Rückfahrt. Hier stockt es ein bisschen, keine Ahnung, was hier los ist. Zu dem Bug auf der Rücktour zwischen Stadtgarten und Ebertplatz haben die Fahrgäste plötzlich an zu meckern, wollen alle aussteigen, ohne dass wir irgendwie einen Unfall gebaut haben oder irgendwo angeengt sind. Kannst du mir nicht erklären? Nächste Haltestelle, Schloss. So, hier fangen auch schon die ersten neuen Ansagen an. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen. So, Freunde, kommt rein. Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einmal normal. Ja, Das auch ein Schein? was anderes habe ich nicht. Na denn, ich gebe ihr manuell das Geld raus mit der Tastatur. Nächste Haltestelle, Ebertplatz. Also die Ansagen müssen nicht unbedingt vorab im Gong haben, also das ist so schon völlig okay. Oh, Money kommt. Der guckt aber böse. Ne? Hallo. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Einmal Tag. So, gibt es 20. Haltestelle Stadtgarten. Warnblinker an. So, dann auch der Rücktour hier in dem Abschnitt hier. In dem Abschnitt muss irgendwo ein Bug sein, wo dann plötzlich die Leute anfangen zu meckern, ohne dass wir einen Unfall haben oder irgendwo anecken tun. So, Stadtgarten, mal weiterfahren, da ist niemand. Linker Seite. Rewe-Galerie. Nächste Haltestelle, Rathaus. Nochmal Rewe-Galerie. Bisschen viel an Rewe. Nachladerungsklar sind wir von Omsi gewöhnt.
Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Räuterhexe. Nächste Haltestelle, Südermarkt. Oh, grüne Welle. Linker Seite, Kollege 311 mit einem MAN City aus der Stadtbusfamilie. Ein. Ja, jetzt haben wir eine Minute Verfrühung, warten wir jemanden auf Blick ab. Ja, der liebe Markus Jo, der überarbeitet hat von der Map. Dem hatte ich mich, seit ich Kommentare über das letzte Video unterhalten gehabt. Und ihm hatte ich dann die Erlaubnis, die mitgelieferten Ansagen hier von der Neuendorf Map 2016 nochmal zu überarbeiten, neu mit ins Spiel zu bringen. Das haben wir jetzt hiermit auch getan, die wir jetzt hier gerade auch uns anhören während der Fahrt. Was er selber dazu schreiben tut, was er dazu sagt. Ja, vorweg bei einer Haltestellenansage muss kein Gong da sein. Das ist geschenkt. Nächste Haltestelle, Bonifatiuskirche. Funktionieren alle einwandfrei. Das sind all die richtig schönen Sachen. Aber naja, schauen, dass wir vielleicht auch dann nochmal die andere Seite fahren. Bitte 102 ab Ebertplatz Richtung Bad Warmfeld. Damit man auch dann nochmal. Oder wir fahren dann nochmal die 304. Wir hören uns die Ansagen nochmal an von Ebertplatz in Richtung Lindenhof. Und erstmal fahren wir dann mit unserer 311er Linie zurück zum Stadttheater. Wenn dann kurzzeitig können wir die Linie wechseln, das Video pausieren. Nächste Haltestelle. Donaustraße. Ach, das schafft man doch, die nehmen wir noch mit. Achso, da will jemand raus. Na gut, dann lassen wir ihn raus. Ein Haltewunsch, dann entsprechen wir dem auch. Geht's. Nächste Haltestelle, Herrenbrücke. Sagt man, wenn man einsteigt. Rüpel.
Nächste Haltestelle, Heinrich-Heine-Straße. Ja, also das Navigationssystem hier über, oder Navi besser gesagt, über den Busbetriebssimulator ist mit der Map hier nicht kompatibel. Schade eigentlich. Aber wer die Map Neuendorf eigentlich kennt, braucht hier nicht mal Hilfspfeile oder ein Navigationssystem. So, die Ampel ist rot geworden. Sieht hier aus, da alles frei. So, dann im Anschluss nach OMSI-Video wird dann noch ein Video vom Train-Simulator folgen. War auch noch ein schönes Szenario aus dem Brilsim-Forum. Fahren wir von Regionalexpress von Hamburg-Hauptbahnhof nach Lübeck. Nächste Haltestelle, Schlüsselwiese. Also, deshalb fahren wir einen Regionalexpress von Hamburg Hauptbahnhof Richtung Lübeck Hauptbahnhof mit allen unterwegs halten am Hochnebel. Gut, wenn man bemerkt. ESW2 Video folgt diese Woche auch noch. Scheiße. Hallo, ich hab nichts gemacht. Aber der ist wieder. Ja, siehe. Der ist mir mitten in die Seite reingefahren. Muss ich jetzt hier die Minna rufen? 3 Minuten Verspätung, gehen wir in Kauf nehmen. Weg ist er. Ich habe mir vorgenommen, hier unfallfrei zu fahren. Da fährt er mir in die Seite rein, der Knaller. Ja, ja. Also, das bei jedem Halten. Wachblinker anmachen. Das war auch für uns sicherer. Nächste Haltestelle, Taunusplatz. Die Frage ist natürlich nur, wann falsch ich halte. Überhaupt keine Schuld bewusst. Oh, der naht schon wieder da hinten. Schnell weg hier. Nächste Haltestelle, Tierpark. Fahrtende, bitte aussteigen. Ich denke, wir können auch gleich wieder losfahren, weil da steht ein kleiner Unfall jetzt. Sind ja 3 Minuten verloren gegangen. So, Auswertung machen wir nachher. Wir wechseln schon mal Fahrziel. Da soll ich noch die B-Taste drücken. So, da fahren wir jetzt hin. Gibt an, dass ich wieder los muss. Schauen wir uns nochmal eben auf den Fahrplan. Ja, über 7. Jetzt kann wieder weg. So, und dann stimmt das hier auch.
Und dann nehmen wir die ganze Meute gleich wieder mit. Sonst wird es aber voll im Gebälk. Einspaziert. Hallo. Hallo. Moin. Tag. Moin. Einmal die Kurzstrecke, bitte. Tag. Nee, du steigst nach der Kurzstrecke nicht aus, dann schmeiß ich dich raus. So, 1,60 auf 3,40. Bitteschön. Ein Kurzstrecke. Hallo. Moin, moin. Noch einmal kurz. Der zahlt mal passend hier, super. Einmal Tag. Hammer 3,20. Herzlich. Bitteschön. So, war's das? Und ab. Da sind an. Ein Hell und ein Bus drin. Brauchen sie gar nicht, das ist hell genug. So, mal schauen, ob wir jetzt ohne Unfall zurückkommen. Ja, damals wieder wie auf der Pop-Pop-Map, da schießen die Leute Passanten auch quer über die Straße, ohne zu gucken und Verkehr zu achten. Das ist OMSI, man ist es gewohnt. Nächste Haltestelle, Paulusplatz. So, wir wollten ja Warnblinker anmachen. Das ist ja nur mal einer reinrattelt. Haltestelle Schlüsselwiese. Na, wo ist er jetzt? Gut, schön. Nächste Haltestelle, Heinrich-Heine-Straße. Also wenn der Kollege der entgegen die Richtung fährt. Ach ne, das ist 3-1er. Nächste Haltestelle, Herrenbrücke. Halbe Minute Verspätung, das ist okay, da haben wir das schon wieder rausgerollt. Nächste Haltestelle, Donaustraße.
fahren mit Tastatur. Also habe ich ja im letzten Video erwähnt gehabt. Ist mir ein bisschen lieber, als mit den ganzen Knobel und Zeug jetzt hier vorne in dem Bereich im Rechner zu stehen haben. Nicht dazu gekommen, war das Lenkrad wieder anzuschließen. Aber man weiß, wie man mit der Tastatur und der Lenkerei umgehen kann, dann klappt das auch wunderbar. Guten Tag. Oh, Mali läuft spazieren. Unser Vormittagsspaziergang. Nächste Haltestelle, Bonifatiuskirche. Wieder ein Rewe. Jetzt ist es auch der Strecke 3 Stück. Wir kommen in Kürze in den Bereich, wo der Bugs sein muss. Nächste Haltestelle, Südermarkt. Ich ungefähr nach dem Bereich von Südermarkt. Einigermaßen gut besetzt. Komm, die steht direkt hinter mir. Und er ist auch gleich einen Grund zum Meckern haben. Aber also wie gesagt, wir machen nichts. Weder, dass wir irgendwie scharf bremsen, anecken oder einen Unfall haben. Das muss irgendwo ein unsichtbares Objekt sein, ich weiß es nicht. So, alles, da kann ich mir das so vorstellen. Hallo. Hi. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. So, bitteschön. Und. Danke. Bitteschön. So ein bisschen Kleingeld für den Kaugummi-Automat. Halbe Minute Verspätung, das ist vertretbar. Nächste Haltestelle, Rathaus. Das passt jetzt genau auf. In dem Bereich, den wir jetzt hier befahren, muss irgendwann der Bug kommen. Das war nicht so schnell. Ich denke eher nach der Haltestelle hier. Moin, moin. Moin, Manni. Darf jetzt gelauscht werden, weil die Fahrgäste anfangen zu meckern. Nächste Haltestelle. Ich will hier raus. Also wir schauen mal nach außen.
der Bug hier irgendwo in dem Bereich sein. Keine Ahnung. Das ist das, was ich jetzt meinte. Wir haben keinen Unfall. Es ist niemand gegen in uns hineingefahren. Wir hatten keine Terrain-Kollision. Also irgendwo hier in dem Bereich muss der Bug sein. Lieber Markus Jo, wenn du dich da nochmal drum kümmern könntest, wäre sehr klasse. So, wir setzen dennoch unsere Fahrt fort. Lassen dann die ganze Beute, wenn sie aussteigen wollen, gerne an der nächsten Haltestelle raus. Ist geschenkt. So, jetzt werden Sie erstmal alle aussteigen. Bitteschön. Moin. Moin. So, das war's. Jetzt kommen wir weiter. Also wie gesagt, ich bin nicht dran schuld, dass Sie jetzt alle ausgestiegen sind. Nächste Haltestelle, Ebertplatz. So, hier fahren wir gleich mit der 302 ab. Zwei Runden. Well, einmal zurück. Hier vom Ebertplatz in Richtung Bad Barmfeld. Jemand rein. Gut. So. Beim Train Simulator dann im Anschluss wird es nur eine Strecke geben, die wir fahren. Von dem Onsi-Video natürlich. Nächste Haltestelle, Schloss. Weltuntergangswetter aus, aber bis jetzt kommt kein Tropfen von oben. Also. Nächste Haltestelle, Stadttheater. Fahrtende, bitte aussteigen. Oh, das war dunkelgrün schon die Ampel, aber gut. So, hier werden wir jetzt wenden. So.
das war erstmal der Weg mit der Linie 311. Wir machen jetzt hier eine kleine Auswertung. Sehen uns dann in Kürze auf der Linie 302 wieder. Sage, bis gleich. So, willkommen zurück im zweiten Teil dieses Videos. Jetzt fahren wir die Strecke auf der 302 von Ebertplatz in Richtung Bad Warnfeld. Und dann noch einmal zurück. Los geht es um 11.30 Uhr. Wir werden jetzt die Zeit vorspulen, sodass wir dann nur noch eine Minute haben bis zur Abfahrtszeit. So. Aber starten Motor, fahren an die Einstiegshaltestelle. Und draußen wieder ein bisschen Licht an, das ist ja nach Tür vorher immer noch so duster. Lassen unsere Fahrgäste einsteigen. Hier keiner rein. Ach, warten wir noch einen Augenblick. Will tatsächlich keiner mit. Warnblinker aus. Beginnen unsere Linienfahrt. Eigentlich wollten wir die 304 fahren, aber wir ja schon im ersten Video gefahren mit diesen. Ja, ich muss es noch mal betonen. Wir fahren jetzt die 32 vom derselben Starthaltestelle Ebertplatz Richtung Bad Warnfeld. Und uns dann auf der Strecke dann nochmal die neuen Haltestellenansagen an. Auf der Rücktour. Wenn wir dann hier am Ebertplatz das Video auch beenden, dann bin ich gespannt auf eure Kommentare bezüglich der neuen Haltestellenansagen. So, wie mir könnte auch mal die Ampel langsam grün werden. Stehen wir noch morgen hier. Da war eben ein gefegtes DHL-Fahrzeug. Solange an der Ampel steht, da geht immer so viel Zeit verloren. Aber es ist real genauso. So, wir haben noch mal dasselbe Fahrzeug, wie ihr eben schon gesehen habt. Den Citybus O405 von Mercedes. Dem fahren wir jetzt auch noch mal diese schöne kleine Tour. Jetzt über den Bahnhof Neuendorf. Haben Betriebshof vorbei, Rudolf-Diesel-Straße. Nächste Haltestelle, Rochusbrücke. Mich wundert, dass das keine Mittel. Vielleicht liegt es daran, wir können ja mal eben die Proben machen. So.
Moin. Aha. Hallo. Hallo. Keine Ahnung, was das jetzt für einen Unterschied hat, aber gut. Wenn es so ist, dann ist halt so. Nächste Haltestelle, Neuendorf Bahnhof, umsteigen zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Jetzt ja auch die Ansage hier am Neuendorf Bahnhof hört sich da einiges besser an als mit die alten mitgelieferten. Finde ich. Wenn man anderer Meinung ist. Ja, gerne mal in die Kommentare schreiben. Hallo. Oh, ich werde jetzt die Heizung wieder einschalten. Jetzt kriegst du erstmal deinen Fahrschein, bitteschön. So. Tatsache, Arsch über mein Haupt. Da wir ja die Linie gewechselt hatten und eine Auswertung gemacht hatten, haben wir ja dann wieder neu begonnen. Auch die Heizung vergessen wieder einzuschalten. So. Jetzt wird es schnuckelig warm gleich. Sie hat wieder einen Ladehänger, so üblich. Nächste Haltestelle, Heizstücker B. Niemand. Nächste Haltestelle, Rudolf-Diesel-Straße, Betriebshof. Tankstelle, wer tanken muss, hört sich überhaupt erstmal die Diesel-Spritpreise an. Ja, links von uns der Baumarkt Liebshof. Das Baumarkt links kann ich nicht empfehlen. Guten Tag. Guten Tag. Einmal Rollstufe A. So. Bitte, danke, gern geschehen. Halt mich doch nicht gleich an, Mensch, du Lümmel. Ist doch ehrlich. Nächste Haltestelle, Lanz, Krankenhaus. Und wird auch immer frecher hier.
Nächste Haltestelle, Kapellenberg. Berg haben wir ja, aber eine Kapelle ist nicht sichtbar. Unten ist die 304 vor uns. Nächste Haltestelle, Herz-Jesu-Kirche. Da bleibt ja auch schön kleiner. Nächste Haltestelle, Lindenhof. Ja, das wäre jetzt die Endstation gewesen für die 3-4, die wir, wenn wir die gefahren hätten. Hi. Hi. Der Himmel, der ist so dunkel, als wollte es wirklich gleich richtig anfangen zu schneien. Hier in Neuendorf. Nicht unwettergefährdend. Nächste Haltestelle am Klippenberg. Zum Klippenberg, aber dafür Hornbach.
Nächste Haltestelle, Landmannschule. Nächste Haltestelle, Bad Warmfeld, Fahrtende, bitte aussteigen. Bissrad hingestellt, linker Seite. Ging der Fahrt nicht fehlen. Ist aber, glaube ich, auch Wunsch eines Busfahrers eingebaut, den Burger King, kann ich mich erinnern. Wo ich das weiß, naja, das wird nicht verraten. Center hier an der rechten Seite ist auch neu. Allerdings hängt es ein bisschen in der Luft. So, mal gespannt, wann es hier wieder losgeht. Und mir gleich die Zeit wieder vor. So, 14 Minuten, ach du liebes bisschen. Dann machen wir aus. Dann machen wir aus 14 Minuten 2 Minuten. So, dann geht es dann hier aktuell auch dann schon in 2 Minuten wieder weiter. Die Zeit ein bisschen vorgespult. So, dann gehen wir hier auf die A. Falsche, also doch B. Ja, sind schon stürmen sein Bus heran. Freunde, habt noch einen Moment Geduld, da hinten machen wir die Tür zu. So, damit stimmt das jetzt auch. Dann können wir die ganze Meute einsteigen lassen. Einspaziert. Hallo. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Tageskarte bitte. Bekomme bitte Preisstufe A. Na klar. Bitteschön. Ich hätte gern eine Tageskarte. Tageskarte. Und die da. Hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte, bitte. Ich auch. So, bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ah. Hallo. Ist mit seiner Schwester im Bus. Ich hätte gern eine Tageskarte. Einmal Tag. 2,80, nee, 6,80. So, auf 3,20. Danke. Bitteschön. So, damit haben wir die Zeit jetzt auch gut verbracht, jetzt die letzten 2 Minuten an der Fahrscheine zu verkaufen. Und wir auch den Motor starten, Gang anlegen, Handbremse lösen. Jawohl schon. Mit. Haben wir sie alle an Bord? So, diese Türen. Und dann geht's los. Ab mit der in Richtung Ebertplatz. So, vor uns haben wir das wunderschöne Riesenrad.
bisschen Licht anmachen, weil es ist außen so dunkel. Zwei. Nächste Haltestelle, Landmannsschule. Manni, sein Bruder kommt jetzt. Achtung. Kurzfahrt raus. Die wir haben, eine Kurzfahrt. Du bist auch eine Kurzfahrt, du. Na, dann kriegst du. Da ist doch schon wieder einer gegen mich gefahren, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du eingeschlafen oder was? Ich hätte nicht mein Ticket oder was? Der Kleine ist in. Oh, ey, das glaube ich doch nicht. Nee, danke. Machen wir jetzt einen Schlenker um den rum. Sollen sie nicht anbringen wegen Unfallflucht. Das glaube ich ja echt nicht hier. Bleibt der in mich rein. Seine eigene Schuld. Weil er um sich selber kümmern jetzt. Eine Auswertung kommt das. Unglaublich. Nächste Haltestelle am Klippenberg. Ja, ich hätte ja Kollisionen ausschalten können, aber nicht. Nein. Soll ein bisschen realistisch sein hier. Ich hatte wieder vergessen, den Warnblinker zu setzen. Hallo. Ja. Hallo. Ups, da ist ein 5-Euro-Schein weg mit. Ein kleines Mal knallt ihn mich rein, ich glaub's nicht. Nächste Haltestelle, Baumgarten. Leider Mistkarre. Gleich da, wo die umgeknickte Haltestelle steht, ich's. Da kommt. Nochmal! Ach so, das war jetzt die Meldung. Naja. Ich kann da nichts dafür. Das Smart ist in mich reingeknallt. Weiter fahren. Hier ist jemand. Nächste Haltestelle, Lindenhof. Ja, Wagen auch ganz schön die Äste in die Fahrbahn. Und wieder coole Welle, das ist auch gut.
So, komm's rein. Hallo Busfahrer. Hallo. Manni, bist du heute mal öffentlich? Wie geht denn das? Hallo, ich hätte gerne einmal Preisstufe A. Bitteschön. Oh, das ist 2,30. Bitte. Da haben sich die Bauern wenigstens mal noch bedankt. Und alles nicht mehr der Fall. Na, bleib schon stehen, Omi. Nächste Haltestelle, Herz-Jesu-Kirche. Ja, einfach quer über die Straße, ohne dass da jetzt ein Zebrastreifen ist oder Ampel. Ich werde bestraft und die wird nicht bestraft. Jetzt haben die den Kerls drinnen. Guck der nochmal. Hallo. Hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte. So, ich nicht. So, bitteschön. Hallo, ich hätte gerne einmal Preisstufe A. Bitteschön. Herzlich lieber. Na aber. Haltestelle Kapellenberg. Seid ihr in Neuendorf? Glockenläuten. Nächste Haltestelle: Lanz Krankenhaus. Ich hätte gerne einmal Schüler. Bitte schön. Nächste Haltestelle. Rudolf-Diesel-Straße, Betriebshof. Gebe euch mal einen Tipp, wer den Mercedes Connector hat. Macht mal mit Kollisionen, sucht mal irgendwo mit Terrain zum Kollidieren. Werdet ihr sehen, dass ihr den Spiegel neben rechts abfahrt. Der hängt dann nämlich nur noch an einem Faden jetzt so gesehen fest. Macht das mal. War nicht bei jedem Fahrzeug. Das ist halt schade. Das habe ich selber vor kurzem erstmal festgestellt gehabt.
Fahrer. Ich brauche einmal Freistufe A. Das für Kinder. Ach, was du denn sagst. Ich brauche das nicht. Aber das geht ein bisschen freundlicher, mein lieber Freund. Jetzt, wenn du anfängst zu meckern, gibt's vorhin nicht die Ohren. Bitte, danke, gern geschehen. Das glaube ich nicht. Nächste Haltestelle, Heidstücker Weg. Was ist gerade am Tisch gehabt? An der Tankstelle der Diesel 1,37 Euro der Liter. Anscheinend. Man sollte eher mal die Elektroautos scharf kritisieren. Man sollte sich mal überlegen, wo sie in Zukunft die ganzen recyceln tun, die sind nämlich noch umweltfreundlicher als Abgase aus den modernen. Einmal schneller bitte. Geht gleich weiter. Können Sie mir das Rückgeld bitte richtig geben? Nö. Ja, also wie gesagt, die Akkus aus den Elektroautos, der zukünftigen Elektroautos, sind noch umweltschädigender als wie die Abgase eines modernen Verbrenners. Nächste Haltestelle, Neuendorf Bahnhof, umsteigen zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Deswegen werden Elektroautos auch keine große Zukunft haben. Man sollte sich eher auf Wasserstoff konzentrieren. Das Elektroauto hat nicht mal eine hohe Reichweite. Hallo. Es fallen ja genug Leute drauf ein, dich. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle, Rochusbrücke. Den Verdacht hatte, dass sie in mich reinknallen. Wir nähern uns dem nächsten Endpunkt, damit auch dem Ende unseres zweiteiligen Umsi-Videos. Hallo. 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 Ich bin auf eure Kommentare gespannt.
Das ist ja von dem. Nächste Haltestelle, Ebertplatz. Fahrtende, bitte aussteigen. Jetzt hier von den neuen Ansagen haltet. Woran lasse ich mich gerne des Besseren belehren? Überraschend sowieso. Anschluss. Folgt noch ein Video mit dem Train Simulator. Einem, wie schon erwähnt, Szenario aus dem Railsim Forum. Wir fahren dort im Original Express. Der Lokomotive von VR, Baureihe 146-0. Hamburg Hauptbahnhof in Richtung Lübeck Hauptbahnhof. Bei dichtem Nebel mit allen unterwegs halten. Das soll euch überraschen. Bleibt gespannt. Jetzt geht das auch los. Sage ich willkommen zurück am Ebertplatz. Sage hier nochmal von der Map Neuendorf. Danke fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben und einem Abo freuen. In diesem Sinne sage ich hier von der Map Neuendorf aus OMSI 2. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann gleich im Video des Train-Simulators wieder. Sage bis dahin, ciao, ciao.